Ramados. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen. Heute gemeinsam hier mit Tickmill. Ich stelle an der Stelle jetzt mal ganz kurz die Frage, ob man mich sehen kann oder ob der Bildschirm schwarz ist. Ich gehe davon aus, man wird mich sehen können, in der Tat, also zumindest über GoToWebinar. Aber ich kann an der Stelle noch nicht garantieren, dass man mich auch über den Facebook-Stream sieht, weil, wie gesagt, interessanterweise sieht man hier aktuell bei mir jedenfalls im Hintergrund nichts. Einen Moment, ich muss das mal ganz kurz abklären, weil andernfalls wäre das doch jetzt ziemlich suboptimal. Da müssen wir das vielleicht nochmal starten. Einen Augenblick. Einen Moment. Ja, das ist keine Überraschung. Hier schreibt mir gerade der Werner, beziehungsweise auch der Andreas, was das Problem ist. Das sind zwei Streams, die wir nutzen. Also wir nutzen einmal den GoToWebinar-Stream. Über den ist alles fein. Das sieht auch hier alles bestens aus. Aber wir sind jetzt. Jetzt ist perfekt. Jetzt kann man mich auch auf jeden Fall hier bei dem Facebook-Stream sehen. Also war das offensichtlich nur eine kurze Unterbrechung an meinem Ende. Das war nur ein lokales Problem. Ich habe das nämlich im Hintergrund auch laufen, damit ich sehen kann, dass die anderen sehen. Ja, damit das auch alles ankommt, so dass wir miteinander, voneinander profitieren können. So sage ich mal. Ja, also kommen wir nochmal zum Beginn. Herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsideen gemeinsam mit Tickmill. Heute ist die letzte Präsenz meinerseits. Ab Montag ist dann wieder der Mike Seidel hier an dieser Stelle. Ich habe ja jetzt die letzten 3 Wochen für ihn dieses Format übernommen. Er ist in seinem wohlverdienten Urlaub, ist aber ab Montag dann wieder für euch da und wird euch mit seinen Handelsideen entsprechend frisch versorgen. Ich habe mir für den heutigen Tag überlegt, dass es ganz sinnvoll sein dürfte, einen kurzen Blick vielleicht auch für die kommende Woche zu geben, was dort in der kommenden Handelswoche dann von Relevanz ist. Denn der heutige Tag ist zumindest bis 16 Uhr wahrscheinlich nicht so spektakulär, kann dann aber sehr spektakulär werden. Auch das werden wir natürlich kurz abdecken. Stichwort Jackson Hole, die Rede von dem Fed-Chairman Jay Powell dort. Die Erwartungshaltungen an ihn sind zumindest jetzt etwas gewachsen, möchte ich mal formulieren. Also die Dovishness der einzelnen Fed-Mitglieder und auch die Erwartungshaltung hier im Fed-Watch-Tool zum Beispiel, die ist schon relativ hoch angesetzt und ich bin mir nicht sicher, ob Powell das wirklich liefern kann, auch vor dem Hintergrund, dass er so ein bisschen im Dilemma steckt, denn er muss natürlich auch berücksichtigen, dass die US-Wirtschaft eigentlich im internationalen Vergleich verhältnismäßig solide läuft und er möchte sich sicherlich die Hintertür offen halten, geldpolitisch auch außergewöhnliche Stimuli erst dann zu thematisieren und wie sagt man so schön im Trader-Jargon, the biggest bang für deinen Buck zu bekommen, wenn dann wirklich sich auch im US-amerikanischen Bereich konjunkturell das eben entsprechend niederschlägt und dann eben entsprechend die Fallhöhe und die Möglichkeiten geldpolitischer Natur der Fed wesentlich höher anzusetzen sind. Bevor wir aber damit beginnen wollen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis, wie gewohnt. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an. Auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und der Weiterbildung. Sprich, es ist keine Anlageberatung, es sind reine informative Beweggründe, die wir hier haben. Und das waren die ersten 3 Sätze des Risikohinweises. Den kompletten findet ihr auf der Webseite von Tickmill. Wir blicken, wie auch schon in den vergangenen Tagen, hier einmal auf den Wirtschaftsdatenkalender. Wir sehen in dem Zusammenhang, wir sind verhältnismäßig dünn, beziehungsweise verhältnismäßig dünn, in Anführungsstrichen, das, was uns, wie gesagt, heute bewegt, sind die diversen Äußerungen diverser Fed-Offizieller. Und es sind die Fed-Offiziellen, die dort im Mittelpunkt stehen. Es werden, ich weiß gar nicht, ob Mario Draghi überhaupt anwesend ist, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen, vor dem Hintergrund nämlich, dass Mario Draghi jetzt in den Endzügen seiner Präsidentschaft bei der EZB steht und auch noch kein offizieller Nachfolger dort bekannt gegeben wurde. Ich müsste wirklich schauen, ob Mario Draghi dort überhaupt anwesend ist. Warum ist das erwähnenswert? Nehmen wir als Beispiel
die Bank of Japan, auch die hat hier jemanden anderen als den, ich nenne ihn jetzt mal Chief Governor geschickt, also den Head. Also Haruhiko Kuroda ist schon, wie im letzten Jahr auch, dieses Jahr nicht anwesend. Es ist sein Vertreter für ihn da. Ich hatte gestern schon gesagt, ich hatte jetzt zwischenzeitlich den Namen nochmal gelesen. Ich sag's nochmal, Wakatambe heißt der, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Es könnte durchaus sein, dass da noch irgendwo ein K oder ein T sich irgendwie versteckt hat in dem, was ich gestern gelesen habe. Auf jeden Fall wird er vertreten. Und demnach ist nicht davon auszugehen, dass es hier seitens der japanischen Notenbank zu signifikanten Ankündigungen kommt, die geldpolitisch in irgendeiner Form relevant sind, die den Markt bewegen oder sowas. Genau das gleiche gilt dann eben auch in Bezug auf die EZB. Wie gesagt, ich habe an keiner Stelle gelesen, dass Mario Draghi hier irgendwie sich äußert. Das ist der Ausschnitt vom Wirtschaftsdatenkalender auf der Webseite von Tickmill und der ist sehr detailliert. Also das bedeutet etwas anderes, was Sie hier sehen können. Hier wird nicht nur Fed Chairman Powell herausgestellt, sondern es werden eben auch die Reden, die dann davor noch in Jackson Hole stattfinden, von James Bullard zum Beispiel herausgestellt, von Kaplan, von Semester. Und diese Rede von Draghi, würde sie stattfinden oder würde sie von einem EZB-Offiziellen stattfinden, da dürfte man davon ausgehen, dass die dort aufgelistet wird. Also demnach ist nicht davon auszugehen, dass es dort eine Ankündigung gibt. Ergo, lange Rede, kurzer Sinn, das, was heute den Markt bewegen wird, sind definitiv die Fed-Aussagen und ganz besonders eben jene von Fed-Chairman Powell dann um 16 Uhr unserer Zeit. Hier steht 15 Uhr, das hat damit zu tun, dass das Londoner Zeit angegeben ist. Und also 16 Uhr, wie gesagt, da haben wir dann entsprechend eben potenziell Volatilität. Woher rührt diese Volatilität? Dazu werfen wir dann mal gleich einen Blick hier, zack, auf, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf das Fed Watch Tool, so, wo wir nämlich, und das ist das Interessante dabei, wo wir nämlich mehr und mehr zwar eine Wahrscheinlichkeit sehen, dass es auf der Zinssitzung dort am 18. September, also am Mittwoch 4 Wochen dann, dass es dort seitens der Fed eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte gibt. Was eben auch interessant ist, ist dennoch, trotz dieser leichten Dovishness, die man mitnehmen kann, diverser Fed-Offizieller, die sich jetzt geäußert haben, und auch der Markt, der hier erwartungsmäßig doch sehr aggressiv schon agiert. Also das ist September, wenn wir jetzt auf den Dezember schauen, wir haben uns dieses FedWatch schon diverse Male angeschaut, das hat sich nicht dramatisch verändert. Man geht seitens der Marktteilnehmer sogar mittlerweile, das ist interessant, man geht sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,3% mittlerweile davon aus, dass das Zinsniveau bis jetzt da gar nicht mehr verändert wird, also dass es keine Zinssenkung gibt. Das ist allerdings sehr kühn, ich glaube, das ist sehr, sehr optimistisch. Das ist wahrscheinlich eher so, ja, wie soll man sagen, das ist einer aus 100. Wenn du 100 Analysten befragst und ein einziger sagt, ich gehe von dem schwarzen Schwan an der Stelle aus, so nennen wir ihn einfach mal, dann kannst du mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass wenn der richtig liegen sollte und es gibt tatsächlich bis zum Jahresende keine Zinssenkung, dass der auf jeden Fall in den Gazetten ganz vorne auf der Seite stehen wird. Der wird ein Buch schreiben dürfen und der wird in diverse Talkshows eingeladen, wie er denn, was er denn dort genutzt hat an Vorhersagen oder welche Modelle er genutzt hat, um seine Vorhersage zu treffen und dergleichen. Es wird einfach nur geraten gewesen sein. Man denkt sich, ja, so Pi mal Daumen ungefähr. Wenn das rauskommt, wie gesagt, dann habe ich da ein großes Payoff und kommt es nicht so, dann wird sich da auch keiner dran erinnern. Das heißt also, die Unterseite ist limitiert und das Payoff, wie gesagt, was ich erwarten könnte, das wäre riesig groß. Das ist ähnlich wie ein guter Trade eigentlich, ein sehr, sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Das berechnet sich so natürlich nicht. Es werden hier keine Analysten befragt. Das gilt natürlich auch in dem Zusammenhang, das kurz noch einzufangen. Das ist nur, um das im übertragenen Sinne zu schildern. Aber in ähnlicher Form kann man sich auch vorstellen, werden dort dann entsprechende Trades aufgesetzt. Also ich formuliere es um. Das, was wir hier sehen, das ist ja von der Chicago Mercantile Exchange eine Darstellung. Und die Chicago Mercantile Exchange, dort werden eben nicht nur Futures getradet, auf dem Bondmarkt zum Beispiel, auf den S&P und sonst dergleichen, also das Pendant, das US-amerikanische Pendant zu unserer Eurex, sondern es ist eben auch so, dass wir dort Optionen zum Beispiel gehandelt haben. Und diese Zahlen, die wir hier sehen, die werden extrahiert aus diesen Kennzahlen der Optionen, also basierend auf diesen, die gepreist werden, also sprich Zeitwertverfall zum Beispiel Theta oder eben beispielsweise auch dann Zins, das ist dann die Komponente Rho, die dort eine Rolle spielt und von diesen werden die eben herausgerechnet und ergeben dann diese Darstellung eben bezüglich der Erwartung des Marktes, der Zinsniveaus in der Zukunft. Und demnach kann man hier in erweiterter Sicht eben da auch
Wette sehen, eine Trade sehen im Endeffekt, der sich dort dann irgendwie widerspiegelt, zwar versteckt, aber es wird den einen oder anderen Marktteilnehmer geben, der vielleicht in Anführungsstrichen für kleines Geld, weil es sehr unwahrscheinlich ist, hier eine Wette laufen hat, die darauf abzielt, dass es keine geldpolitische Veränderung gibt. Nochmal, das ist allerdings eine, da muss ich schon ehrlich sagen, das würde mich sehr überraschen, auch vor dem Hintergrund des politischen Drucks, der dort seitens des Weißen Hauses besonders aufgebaut wird, oder ich kann es auch anders formulieren, ein bisschen bildlicher gesprochen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, das ist Donkey Shot im Endeffekt, weil du hast hier mit Donald Trump jemanden, der offensichtlich bereit ist, aggressivst den den Währungsmarkt zu manipulieren, beziehungsweise auch den Handelskonflikt mit China weiter zu forcieren und eskalieren zu lassen, ganz besonders, eben um das zu bekommen, was er glaubt, was ihm seine Präsidentschaft dann oder eine Wiederwahl bescheren wird in 2020. Das ist das einzige Ziel, was er hier offensichtlich verfolgt, nämlich die Fed dazu zu bringen, den Zins radikal zu reduzieren, eventuell ein Quantitative Easing mit auf den Weg zu bringen und infolgedessen eben dann darauf zu spekulieren, dass das neue Allzeithochs zur Folge hat, beziehungsweise ein Abdriften in eine Rezession so weit verzögern kann, dass die Wiederwahl von Trump dann nicht gefährdet ist im November 2020. Also so zumindest die aktuelle Spekulation. Ich sagte jetzt auch schon das Wort Quantitative Easing. Das ist das, wo ich sage heute, das wird sehr interessant werden mit Jay Powell. Einerseits erwarte ich ehrlich gesprochen, dass er sich zurückhält. Er hat diese Zurückhaltung jetzt schon in der letzten Vergangenheit häufig gezeigt und er kann ehrlich gesprochen kann er gar nicht wirklich viel machen, meines Erachtens nach, wenn er seine Glaubwürdigkeit behalten möchte. Denn wir haben es jetzt auch im Sitzungsprotokoll am Mittwochabend ja seitens der FED gesehen, dass man dort zwischen den Zeilen relativ deutlich kommuniziert hat, man möchte gerne Geldpolitik machen, fußend auf einkommenden Wirtschaftsindikationen und nicht einkommend auf oder ausgehend von irgendwelchen Politikern, die sich in irgendeiner Form über den geldpolitischen Kurs der Fed meinen äußern zu müssen. Also anders, das war ein Wink in Richtung Weißes Haus und Donald Trump. Die Fed ist und bleibt eine unabhängige Institution. Ich weiß, ja, privat und dergleichen. Aber auf dem Papier ist die Unabhängigkeit der Notenbank eben auf jeden Fall ganz klar kommuniziert oder wird ganz klar dokumentiert und das wäre an dieser Stelle, wo die Politik eben darauf Einfluss nimmt, nicht mehr gegeben. Und das hat die Fed jetzt diverse Male unterstellt und durch die aggressiven Attacken, die Trump jetzt auch schon wieder in den letzten Tagen gefahren hat, also sei es beispielsweise in Bezug auf Zinssenkungen ein bisschen Quantitative Easing oder die Bezeichnung von Jay Powell, dem Fed-Chairman, eben als ein Golfer, der nicht putten kann, also der kein Gefühl für den Markt eben tatsächlich hat. Wenn Powell jetzt plötzlich hergeht und diese aggressiven Zinssenkungen in der Zukunft in Aussicht stellt und auch darüber hinausgehend sagt, wir planen, sollten diese eben nicht auf fruchtbaren Boden fallen und sollten wir infolgedessen eine sich abzeichnende Rezession nicht abwenden können. Wir sind darüber hinaus eben auch willens, dann ein Anleiheaufkaufprogramm wieder aufzulegen, ein QE-Programm zu initiieren. Dann würde er im Endeffekt hier genau das tun, was Trump von ihm will. Er würde sich dem politischen Willen beugen, den Trump auch offen so kommuniziert hat. Infolgedessen würde die Unabhängigkeit der Fed definitiv leiden. Und wir müssen in dem Zusammenhang auch sagen, ich wäre kurzfristig eventuell bullish und ich würde kurzzeitig Aufschläge sehen, aber das würde den Markt eventuell so in seinem Vertrauen in die Fed erschüttern, dass diese Unabhängigkeit offensichtlich nicht mehr gegeben wäre, dass eben infolgedessen sich zeitnah tatsächlich doch Kursabschläge dann zeigen könnten und erhöhte Volatilität die Folge wäre. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob Powell, ob der heute wirklich diese Karte spielen kann. Eventuell wird es eher in die Richtung gehen, dass er sich verhalten neutral äußert. Er wird irgendwie versuchen, durch die Zeilen mit seiner Rhetorik den Markt vielleicht so zu beeinflussen, dass er irgendwie Trump das gibt, was er will, um dort auch dann weiter in Ruhe seinen Job machen zu können, um ihn zu besänftigen, was aber kaum möglich ist, wenn man sich jetzt mal den Tweet oder den Twitter-Sturm von ihm angeschaut hat und die mangelnde Diplomatie, die er an diversen Stellen dann doch deutlich zeigt. Nehmen wir Grönland als Beispiel, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Im Grunde genommen ist Paul in einer unglaublich schwierigen Situation und vielleicht wird er auch ausgehend davon den Markt dann einfach ganz bewusst enttäuschen oder nicht bewusst enttäuschen, aber zumindest sagen, ich kann eigentlich machen, was ich will, ich habe sowieso verloren, also mache ich einfach, wie ich will, ja, im übertragenen Sinne und sagt dann einfach, okay, wir kommunizieren es, wie es ist, wir haben eine weiter solide Wirtschaft, es gibt für uns gar keinen Grund, in irgendeiner Form jetzt aggressiv über Zinssenkungen nachzudenken, wir werden natürlich den Markt weiter beobachten, aber in langer Rede, kurzer Sinn, das
ist etwas, was der Markt definitiv nicht erwartet. Er erwartet eigentlich einen sehr dovischen Powell. Ist Powell wirklich so neutral in seinen Äußerungen? Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das ein jetzt, glaube ich, realistisch gewordenes Szenario, dann wird diese Wahrscheinlichkeit hier dramatisch einbrechen, dass es tatsächlich eine Zinssenkung gibt um 25 Basispunkte auf der September-Sitzung. Also ich erwarte trotzdem den Cut um 25 Basispunkte. Weiter antizipatorisch in Anbetracht eines sich abzeichnenden Rezession am Horizont. Diese Indikation, Wirtschaftsindikationen, die lassen sich nicht verleugnen. Invertierung der Zinsstrukturkurve und dergleichen spricht eine deutliche Sprache. Das heißt nicht, dass die Welt vor einem, oder die USA vor einem konjunkturellen Armageddon steht, aber es ist zumindest mal eine klare Indikation. Und man wird auch hier seitens der Fed entsprechend agieren müssen und einen wirtschaftlichen Absprung vielleicht jetzt schon versuchen, in irgendeiner Form abzuschwächen. Deswegen wird diese Wahrscheinlichkeit nicht komplett kollabieren, aber eventuell auf 75% dann zurückgehen, nach den Worten von Paul. Was allerdings dazu beitragen dürfte, dass eben der US-Dollar einen sehr, sehr starken Wochenschluss sieht und was zum Beispiel auch dazu führen könnte, dürfte, dass es zu einem heftigen Scheitern zum Beispiel im DAX hier oben an der 11.850er Region kommt. Wir haben auch gestern eigentlich hier einen härteren Abprall gesehen. Wir sind tatsächlich genau bis in den Bereich vorgestoßen, den ich schon auf der Agenda hatte, den ich auch diverse Mal in den letzten Tagen kommuniziert hatte. 8.30, 8.50 auf der Oberseite, das war der Bereich, auch den wir hier diverse Mal angelaufen sind. Den sind wir gestern wieder angepiekt, sind aber nicht durchgebrochen, sondern stattdessen dann erstmal schärfer unter Druck geraten und dann verhalten aus dem Tag gegangen, so möchte ich mal sagen. Also das heißt, etwas anders formuliert, wir haben gestern eigentlich geschlossen in jenem Bereich, wo wir gestern am Tag im erweiterten Sinne geöffnet hatten. Das heißt also, wir haben eigentlich eine Nullrunde gesehen, die letzten zwei Handelstage. Wir sehen auch jetzt wieder eine Drift auf der Oberseite, die ist überraschend, das muss ich auch sagen. Warum sage ich das? Weil ich natürlich mittlerweile auch immer einen Blick werfe, auch wenn es keine weiteren Eskalationen im Handelskonflikt gerade gibt, rhetorischer Natur. Die Chinesen sich so ein bisschen zurückhalten, aber auch die USA, beziehungsweise ganz besonders Donald Trump sich zurückhält. Was trotzdem erwähnenswert ist, ist, dass wir hier uns offensichtlich wieder in Richtung dieser Hochs um 7,10 und auch höher orientieren. Also wir sehen derzeit, stabilisieren wir uns um 7,08, 7,09 Pi mal Daumen im Dollar Yuan. Und wir sagten ja schon bereits, alles was über 7 stattfindet, ist Risk-Off verdächtig. Jegliche weitere Abwertung des chinesischen Yuan, die jetzt stattfindet, ist eventuell auch ein Werken im stillen Kämmerlein, in Anführungsstrichen, seitens der People's Bank of China, sich auf weitere Twitter-Attacken, sich auf weitere Attacken seitens Trump und weitere Eskalationen im Handelskonflikt eben vorzubereiten, jetzt bereits. Und wir sagten auch, dass spätestens ab 7.30, also nicht nur, dass das ein übergeordnetes Ziel ist, sondern dort eben tatsächlich dann auch massive Volatilität und Unsicherheit in den Markt kommen könnte. Das ist sehr realistisch, dass wir das im vierten Quartal zu sehen bekommen. Ja, und infolgedessen ist natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben, dass genau das auch ebenfalls nochmal zusätzlich treibend auf der Unterseite eben fungiert. Also das heißt, etwas anders formuliert, wir sehen im übertragenen Sinne ein Abbild dessen, was wir schon im letzten Jahr gesehen haben, nur mit dem ganz dramatischen Unterschied, dass es diesmal keine Möglichkeit zu weiteren geldpolitischen Lockerungen gibt seitens der Fed, beziehungsweise keine wirklichen Möglichkeiten mehr auch seitens des Weißen Hauses oder diverser Berater oder Weißer Hausoffizieller, die in irgendeiner Form in Aussicht stellen können, dass sich eine Lösung im Handelskonflikt mit den Chinesen abzeichnet. Also letztes Jahr war es so, dass wir im Oktober die Allzeithochs damals markiert haben. Ich gehe mal kurz hier auf den Dow Jones. Das war dort, ja, das war am 3. Oktober, haben wir kurzzeitig uns über oder im Bereich um 27.000 Punkte bewegt, kurz darunter. Und danach ging es dramatisch abwärts unter riesiger Volatilität bis in den Jahresschluss hinein. Das war eben das in Aussicht stellen eines auf Autopiloten, die FED-Bilanz reduzierenden Notenbankkurses, der seitens der FED kolportiert wurde. Es hieß auch hier zum Beispiel, dass eben die FED im volkswirtschaftlichen Sinne davon ausgeht, dass man deutlich unterhalb des Normals sich bewegt, also das Normal, das oder das zinstechnische Normal, das lässt sich dahingehend interpretieren, dass man sagt, wenn wir dort sind, dann bestimmen einkommende Wirtschaftsindikationen, wie die weitere Geldpolitik eben der jeweiligen Notenbank ausschaut. Und das wir sind da drunter, also das war die Kommunikation damals, bedeutete nichts anderes, als dass weitere Zinsanhebungen wahrscheinlich sind. Und das hat sich dann massiv gewandelt. Die Geldpolitik der Fed ist eben massiv expansiv mittlerweile geworden. Wie gesagt, vor gut einem Jahr sahen wir noch zwei, eventuell sogar drei Zinsanhebungen im Jahr 2019. Mittlerweile sind wir bei bis zu vier Zinssenkungen gewesen in der Spitze. Sogar zwischen den Zeilen eine Überlegung von QE. Wir hatten einen Handelskonflikt, der eher weiter eskalieren dürfte, als dass er deeskaliert wird. All das hat sich
sich dann gewandelt und hat zu einer unglaublich starken Vorstellung im US-Aktienmarkt in der ersten Hälfte geführt. Das, was ich gerade meinte mit, wir stehen genau da, wo wir vor einem Jahr standen, ist, jetzt ist alles an geldpolitischer Lockerung seitens der Fed gefühlt eingepreist und gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form deeskalierend im Handelskonflikt mit China zu wirken. Also da muss man irgendwie einen anderen Trigger finden. Schaut auf die Entwicklung in den USA, da werden jetzt aktuell ja Steuersenkungen thematisiert. Ist immer gut, kurz vor einer Wahl in führender Position über Steuersenkungen zu sprechen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, um wiedergewählt zu werden und kann zudem auch nochmal stimulierend für die jeweilige Wirtschaft wirken. Also eventuell ist das die Karte, die jetzt versucht wird zu spielen, um den Markt in irgendeiner Weise zu stabilisieren. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob das wirklich gelingt, ob Donald Trump das an der Stelle gelingt. Aber es ist nicht unbedingt ein Zufall, dass jetzt diese Karte gespielt wird, die, wie gesagt, fiskalpolitischer Stimulus ja durchaus eine sehr starke ist. Wenn wir nur mal daran anschauen, dass das auch mit einer der Haupttreiber für diese Rallye nach der Wahl Donald Trumps im November 2016 war. Diese Rallye und diese mega niedrige Vola, die wir hier gesehen haben, die uns auf die höchsten Stände ever im Dow Jones getrieben hat, gefolgt von enormer Volatilität dann allerdings in 2018, das war die Inaussichtstellung eben von fiskalpolitischen Stimuli, beziehungsweise durch die Steuersenkungen, die dort auf den Weg gebracht worden sind. Ob das diesmal auch funktioniert, wie gesagt, das ist eine Frage, ich würde sie aktuell gefühlt mit Nein eher beantworten. Aber kommen wir zurück zu Jackson Hole. Also Fakt ist auf jeden Fall, heute 16 Uhr wird es wahrscheinlich sehr volatil und gefühlt mittlerweile eher volatil auf der Unterseite, weil sich Jay Powell doch in einer extrem schwierigen Lage befindet, wo er dann einfach sagen wird, ich mache jetzt hier sowieso mein Ding. Macht sowieso keinen Sinn, weil ich werde sowieso verlieren. Habe ich die Zinssenkung oder als wir, aber er wird ja als Personifizierung der Fed betrachtet, als er die Zinssenkung im Juli auf den Weg gebracht hat, kam einen Tag später die Eskalation des Handelskonflikts mit Trump. Es war nicht genug und dergleichen. Die Attacken der jüngeren Vergangenheit lassen auch nicht erahnen, dass sich da in irgendeiner Weise dieser Griff lockert. Ergo, ich ziehe jetzt einfach meinen Stiefel durch und der wird eher eine neutrale Rhetorik sein. Und das ist eben genau das, was der Markt, glaube ich, am wenigsten erwartet und was den Markt dann entsprechend stärker unter Druck bringen kann. Folgend eben im Dow Jones auch Abschläge, aber da der hauptgehandelte Markt bei uns eben der DAX ist, wie gesagt, auch technisch sicherlich sehr interessant, diese Widerstandsregion. Im Mittelpunkt des Geschehens wird dann auf der Unterseite in den Wochenschluss der Bereich um die gestrigen Tiefs stehen. Das ist der Bereich um 11.700 Punkte und sollten wir da drunter fallen, sind in den kommenden Tagen, in der kommenden Handelswoche im DAX weitere Abschläge denkbar mit erstem Ziel um 11.550 Punkte. Wichtig natürlich auch ein Blick auf den Devisenmarkt. Euro-Yen, da haben wir gestern interessanterweise nicht so große Impulse gesehen. Also die Action gestern war extrem choppy. Wirklich extrem choppy und auch sehr, sehr, sehr undankbar, ehrlich gesprochen. Ich habe einen Trade gehabt, der ganz knapp nicht ausgestoppt worden ist. Tatsächlich um 0,4 Pips habe ich keinen Stop-Out eben tatsächlich auf diesen Trade gesehen. Allerdings hat der Trade unterm Strich dann keinen Profit abgeworfen. Ich habe trotzdem den Trade mit Verlust schließen müssen in den Handelsabend hinein, eben weil die Breakouts hier nicht entsprechend auf den Weg gebracht worden sind und dann entsprechende trendige Bewegung. Ein recht volatiles Marktumfeld, sollte sich dieser Risk-Off-Gedanke, wie ich ihn gerade für den DAX kommuniziert habe, etablieren, dann ist natürlich wieder besonders der japanische Yen interessant. Japanischer Yen sollte infolgedessen Kapitalzuflüsse sehen, Risk-Off, was aufkommen könnte. Besonders gegenüber dem Euro natürlich sehr interessant, weil gestern erneut Wirtschaftsindikationen veröffentlicht worden sind, wo man dann auch schon so sagte, das war hier die Kerze, die darauf reagierte, also im Euro-Yen war es dann der Fall, wir sind von 117, 80, 83 in der Spitze gelaufen bis auf dann 118, 26, also das war ein Anstieg von 40 Pips, jetzt würde man sagen, das ist so viel. Für aktuell volatilitätstechnisch ausgehend oder in Relation zur aktuell niedrigen Volatilität ist das schon ein enormer Sprung gewesen und jetzt kommt's. Es war das Resultat auf einen Datensatz, Moment, ich mach das mal hier zu, es war das Resultat auf einen Datensatz, der alles andere als optimal war. Das hatten wir hier schon gesehen. Wir hatten gestern ja kurz gesagt, die wichtigen Zahlen heute früh, also gestern früh waren es, sind die Einkaufsmanager-Indizes, die aus Deutschland, aus Frankreich und dergleichen veröffentlicht werden. Die haben alle positiv überrascht, besonders die französischen, die waren sehr solide. Wenn man sich hier den Service-PMI anschaut, zum Beispiel 53,3 gegen 52,5, und vorher 52,6, also positive Tendenz zusammengesetzt. Hier sind wir bei 52,7 gegen 51,8 erwartet, vorher 51,9.
Und auch Deutschland hat im Manufacturing-Bereich ein positives Reading gezeigt. Wir sind dort bei 43,6 veröffentlicht worden. Naja, jetzt, und das ist das, warum ich hier so lache, wir müssen uns immer Folgendes vor Augen führen, die Wachstumsschwelle liegt bei 50. Also das heißt, wir haben hier weiterhin im verarbeitenden Gewerbe offensichtlich eine rezessive Tendenz und nicht nur das, sondern wir stabilisieren uns im Bereich der Euro-Schuldenkrisentiefs von 2011, 2012. Und man muss in dieser Konstellation sagen, dieses klitzekleine Aufbäumen hier der schwarzen Linie, das wir hier zu sehen bekommen haben, das ist nicht unbedingt ein Grund, die deutsche Wirtschaft oder generell europäische Wirtschaft, Verzeihung, die europäische Wirtschaft irgendwie vor einem anstehenden Boom oder so zu sehen. Das war einfach nur ein kleines Aufflackern, nenne ich es jetzt mal, in einem grundsätzlich weiter sehr, sehr rezessiven Umfeld. Und Deutschland ist auf dem besten Weg, in eine Rezession abzurutschen. Das ist übrigens auch die Erklärung dann für Herrn Trump, weswegen in Deutschland, warum gehe ich da jetzt so drauf ein? Ich möchte das mal ganz kurz zeigen. Er nutzt ja hier gerne als Referenz dann zum Beispiel Beispiele, um die Fed darauf hinzuweisen, warum sie den Zins entsprechend senken sollte. Und gestern war eben Deutschland in diesem Zusammenhang dran. Mal wieder. Was übrigens auch gefährlich ist, weil es darauf hindeutet, dass seine Aggressivität gegenüber Deutschland und dem niedrigen Euro früher oder später sich in entsprechenden Importzöllen auf besonders Wirtschaftsgüter aus der Europäischen Union erstrecken könnte und infolgedessen dann ganz besonders der Automobilsektor in den Mittelpunkt des Geschehens rücken dürfte. Einen Moment. So, ein bisschen scrollen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Happy Birthday. Das ist nett. Also der Mann ist offensichtlich auf Twitter sehr aktiv, ja. Golf spielt er auch gerne. Jetzt am Wochenende G7-Gipfel. Auch da übrigens sollte man gefeit sein, dass da irgendwas kommuniziert wird, was dann Volatilität in der kommenden Woche kolportiert wird. Wow. Okay, also das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher, diesen Tweet von gestern zu finden. North Carolina, Mass Shooting. Hier. Germany sells 30-year bonds offering negative yields, also Negativzins gestern auch bei 30-jährigen deutschen Schuldtiteln. Germany competes with the USA, also Deutschland ist ein direkter Konkurrent der USA. Our Federal Reserve does not allow us to do what we must do. Und er geht darauf ein, eben, oder er verzielt darauf ab mit seinem Tweet, darauf hinzuweisen, dass eben Deutschland negative Zinsen hat. Die er gerne auch hätte in den USA, weil er davon ausgeht, dass die Wirtschaft in der Folge dessen boomt. Das Einzige, was er da jetzt natürlich ganz geschickt ausblendet, oder auch vielleicht ein bisschen weniger geschickt für den, der sich mit der Situation so ein bisschen auskennt oder sich das ein bisschen genauer betrachtet, ist, Deutschland ist in einer Rezession. Also wenn er bereit ist zuzugeben, dass die USA sich in einer Rezession bewegen, dann wäre es sicherlich in diesem Zusammenhang auch möglich, dass die Fed den Leitzins ins negative Territorium senkt oder in Aussicht stellt, dies zu tun, inklusive eines aggressiven Quantitative Easing. Aber seine Wirtschaft, die US-Wirtschaft, ist ja dank ihm so unfassbar stark. Sarkasmus aus, also das war jetzt sarkastisch gemeint, ja. Und Fakt ist einfach mal, dass Trump sich die Welt jetzt hier in diesem Zusammenhang eben so macht, wie sie ihm gerne gefällt. Aber zurückgehend auf das, was das für den Markt bedeutet, ist das natürlich relativ deutlich auch, wo es dann mit der EZB nächsten Monat hingehen dürfte und auch welche Spekulationen sich etablieren würde oder dürften. Für den Euro ist das Bild grundsätzlich eher skeptisch zu beäugen. Und das bedeutet in Kombination mit einem sich eventuell abzeichnenden Risk-Off-Modus am Markt durch eben einen dovischen Fed-Chairman Powell, neutralen Fed-Chairman Powell heute in Jackson Hole, der den Markt eher unter Druck bringt und einem Euro, der eher weiter bearish ist, muss man sagen, ist der Vorteil im Euro-Yen auf jeden Fall weiter ganz klar auf der Short-Seite gegeben. Dann der Blick in dem Zusammenhang auf den Euro-US-Dollar.
Auch hier vor dem Hintergrund eben dieser Unsicherheit um Paul wahrscheinlich der einzige Grund, warum wir uns derzeit in einer derart engen Handelsspanne bewegen. Die Wirtschaftsindikationen aus der Eurozone sind alles andere als gut. Der Zinsmarkt hier ist auf dem Weg, eben von einem Rekord zum nächsten zu streben in Bezug auf die Markierung neuer Hochs am Bondmarkt, beziehungsweise immer tieferer Tiefs im Zinsmarkt, immer negativerer Zinsen, die gezahlt werden, sogar mittlerweile auf 30 Jahre. Heißt etwas anders formuliert, sollte Powell hier für eine entsprechende Reduktion der Spekulation auf auf eine Zinssenkung der Fed, wie wir es gerade gesagt hatten, zum Beispiel um 25% auf 75% sorgen. Aktuell wird ja fast mit 100%iger Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung seitens der Fed gesehen. Sollte sich diese eben, also im September, sollte sich diese Wahrscheinlichkeit reduzieren, wäre eben gleichzeitig mit einem kurzen Spike in Zinsen und folglich einem Push im Euro-US-Dollar auf der Unterseite zu rechnen und eine entsprechende Attacke dann wahrscheinlich auf die 1,10er-Region. Und ergänzend hierzu wird es allerdings jetzt spannend, deswegen möchte ich den eigentlich nur so. Nur mit einfließen lassen. Was interessant sein wird, mit Sicherheit, wird sein, wie reagiert Dollar, japanischer Yen. Denn hier haben wir einerseits den potenziellen Risk-Off-Modus, der den japanischen Yen begünstigt, aber wie gesagt, andererseits potenziell den Zins im Dollar, der für den Spike im Dollar sorgen könnte. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber nicht, dass wir uns nachhaltig über 106, 80, 107 dann etablieren können. Infolgedessen dort eher nochmal eine Widerstandsregion finden. Und er es mit einem zeitnah dann in den kommenden Tagen auch Push nochmal auf der Unterseite mit Ziel um 105 eben zu tun bekommen, als dass wir eben auf der Oberseite eine massive starke Bewegung zurück über 106, 107 zu sehen bekommen. Wobei natürlich rein charttechnisch gesagt werden muss, alles was hier unterhalb von 109 stattfindet, ist sowieso erstmal rein markttechnisch betrachtet bearish zu betrachten. Ja, fertig. Und das wäre dann es erstmal in dem Zusammenhang. Und ganz spannend wird in dem Zusammenhang vielleicht auch, was passiert für Gold. Also mein favorisiertes Szenario erneut oder weiterhin so, der Rücksetzer Richtung 1440, 1450 US-Dollar pro Feinunze. Wir müssen abwarten, was Jackson Hole liefert. Aber Gold ist gefühlt eigentlich in einem Win-Win. Also zumindest meines Erachtens nach, weil wir haben einerseits einen Jay Powell, der entweder massiv dovish daherkommt und die Erwartungshaltung von Donald Trump erfüllt, was ich wie gesagt jetzt eher nicht glaube, aber also auch ausgehend von dem, was ich alles gesagt habe, aber nichtsdestotrotz wäre das etwas, was den US-Zins nochmal stärker unter Druck bringen könnte und bullish für Gold wäre. Auf der Kehrseite steht die Option, dass Powell sich einigermaßen neutral verhält, infolgedessen es zu einer Enttäuschung am Aktienmarkt kommt, zu einer stärkeren Risikoaversion, zwar zu einem Anziehen der Zinsen und einem stärkeren US-Dollar, aber die Risikoaversion, die infolgedessen eben überschwappen dürfte auf Gold und auch da positiv eigentlich für das gelbe Edelmetall wäre und in Verbindung mit diesem saisonal bullischen Fenster, in dem wir uns derzeit bewegen, nochmal eine Attacke dann in den kommenden Tagen, allerdings nicht unbedingt heute, aber in den kommenden Tagen Richtung 1530. 1550 US-Dollar pro Feinunze sehr wahrscheinlich werden lässt und mittelfristig bleibt mein Kursziel auf der Oberseite dort der Bereich um 1650 bis 1700 US-Dollar pro Feinunze. Ja, und das wäre es soweit erstmal meinerseits gewesen. Ich blicke auch immer hier so ein bisschen auf ganz oben diese Zeile auf den DAX und ob sich dort irgendetwas jetzt nach der Kassaeröffnung um 9 Uhr tut, aber dem ist nicht der Fall. Also wir arbeiten aktuell an der Open Range. Hier gekennzeichnet diesen zwei rotfarbenen horizontalen Linien. Oder beziehungsweise ich denke, es ist mittlerweile bekannt, beziehungsweise vielleicht im Laufe der letzten Tage bekannt geworden, dass ich die Position, den Vorteil abhängig hier von diesem EMA 50 eingehe. Und was wir aktuell sehen können, ist, wir pendeln um diesen EMA 50. Also weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung sehen wir eine deutliche Tendenz, was eben das Bild unterstreicht, was ich gerade auch schon sagte. Ich glaube nicht, dass wir heute bis 16 Uhr groß Action zu sehen bekommen. Also es würde mich sehr überraschen. Es bleibt sicherlich abzuwarten, aber infolgedessen würde ich jetzt sagen, wenn man das systembasiert handelt, kommt man nicht drum rum, die Position auf jeden Fall zu traden. So viel steht fest. Aber nichtsdestotrotz würde ich es eben mit reduzierter Positionsgröße aktuell tun wollen. Unterhalb des EMA 50 mit einem Short Trade, oberhalb eben mit einem Long Trade. Und ja, soweit wäre es aus meinerseits gewesen. Dann möchte ich mich bedanken, dass ich hier die letzten 3 Wochen habe euch meinen Input zur Verfügung stellen können, eben für Tickmill. Man wird sich mit Sicherheit sehen, davon gehe ich ganz schwer aus, weil Tickmill und ich, wir machen ja immer ab und an mal was zusammen.
Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass es euch gefallen hat. Und meinerseits, allseits, happy trading. Passt auf die Stops auf. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Viel Erfolg heute mit der Rede von Jackson Hole und beziehungsweise von Jay Powell in Jackson Hole. Hoffen wir, dass uns das allen viel Spaß bereitet, Volatilität liefert und vor allem Punkte und Pips für das Handelskonto bedeutet. Und ja, soweit sei es das meinerseits gewesen. Also happy trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.